Wetten, dass in Deutschland ein solches Buch nie eine Literaturauszeichnung bekommen hätte? Und schon gar nicht die größte des Landes. Ich weiß, das ist eine Wette, die weder ich noch ihr jetzt gewinnen können, aber ich stelle die These einfach mal so in den Raum. Denn dieses Buch ist viel zu unterhaltsam und viel zu gewitzt. Die Franzosen, die haben es gewagt. Die Académie des Goncourt hat Hervé Le Tellier 2020 den Prix Goncourt verliehen für seinen Roman Die Anomalie. Was ist das für ein Buch? Man könnte vielleicht sagen, wenn Paul Auster sich dazu entschließen würde, mit vielleicht Don DeLillo zusammen ein Buch zu schreiben oder einem anderen Postmodernisten, dann würde vielleicht etwas ganz Ähnliches dabei herauskommen. Es ist irre, es ist schrill, es ist ein Mash-up unterschiedlicher Genres, die in eine Waschmaschine mit Schleudergang gesteckt werden. Und was dabei herauskommt, ist ein hochintelligenter Roman, der nur auf den ersten Blick wirkt wie eine Vorlage für einen trashigen Science-Fiction-Film mit Niedrigbudget. Es wurde kritisiert, das Buch sei eine Montage verschiedener Versatzstücke, die man von irgendwoher schon kennt. Ja, ein bisschen Matrix hier, ein bisschen, ich weiß nicht, Black Mirror dort. Aber durch seine spezielle Mixtur und seinen literarischen Spieltrieb macht Le Tellier etwas ganz Eigenes daraus. Die Grundidee ist simpel. Eine Boeing 787 auf dem Flug von Paris nach New York gerät in ein Jahrhundertgewitter. Heftige Turbulenzen, Hagel beschädigen das Flugzeug, aber die Passagiere überstehen heil und landen sicher in New York. Das war im März. Im Juni meldet sich nun ein Pilot per Funk, der Hilfe anfordert. Er sei gerade in ein Unwetter geraten und seine Maschine sei beschädigt. Er gibt seine persönlichen Angaben durch, die Flugnummer, und man wird stutzig. Denn der Flug ist nicht registriert und David Markle, angeblich der Pilot im Cockpit, stirbt augenblicklich an Krebs in einem Krankenhaus. Ferner stellt sich heraus, die anderen 243 Passagiere an Bord sind identisch mit denen von vor 3 Monaten. Es sind entweder Klone, Kopien oder Doppelgänger, die mit dem einzigen Unterschied mit dem Bewusstsein Stand März ausgestattet sind. Man ist zunächst überfordert, man isoliert die Passagiere in einem Hangar, beruft einen Krisenrat ein, Wissenschaftler setzen sich zusammen und formulieren 3 Theorien, um das Phänomen zu erklären. Diese 3 Theorien werden dann dem amerikanischen Präsidenten unterbreitet, was eine herrlich absurde Szene ist. Theorie Nummer 1, das Wurmloch, relativ selbsterklärend. Frage bleibt nur, wie kam es zu der Verdoppelung? Daher Theorie Nummer 2, der Fotokopierer. Im Zeitalter des Bioprinting wäre eine exakte Kopie eines Flugzeugs samt Insassen möglich. Fragt sich nur, wo war der Drucker? Daher ist die wahrscheinlichste Theorie, Theorie Nummer 3, die Bostrom-Hypothese. Wir leben in einer simulierten Welt und wurden programmiert von einer höheren Zivilisation. Uns wurde auch einprogrammiert, wir seien eigenständige, unabhängige Wesen mit einem freien Willen und so fort. Dass das Doppelgängerflugzeug nun am Himmel auftaucht, hat den Grund, dass diese höhere Zivilisation, die uns programmiert hat, ein Experiment mit uns durchführen will. Wie reagiert die Menschheit, wenn sie herausfindet, wir sind nicht echt? Ja, Problem an der Theorie ist, sie ist nicht überprüfbar, nicht falsifizierbar und daher laut Karl Popper gar keine wissenschaftliche Theorie. Also, es ist zum einen die Reaktion der Menschheit darauf, dass die Welt wahrscheinlich bloß eine Simulation ist. Und zum anderen sind es aber ganz individuelle und variantenreiche Gegenüberstellungen zweier Ichs. Ihr merkt, da kommt selbst die deutsche Sprache an ihre Grenzen. Man müsste vielleicht sagen, zweier identischer Identitäten. Aber auch das ist linguistisch gesehen wahrscheinlich ein Pleonasmus, weil identisch von Identität kommt oder umgekehrt, oder? Wie auch immer. Da wäre zum Beispiel der Schriftsteller Victor Miesel, der sich im Mai umgebracht hat und nun eine zweite Chance zu leben bekommt und gleichzeitig als wiederauferstandener, ruhmreicher Schriftsteller gehandelt wird. Dann hätten wir da noch einen Auftragskiller namens Blake June, muss Blake March selbstverständlich um die Ecke bringen, ist klar. Es können nicht 2 Auftragskiller existieren. Und was passiert, wenn ein Kind plötzlich 2 Mütter hat, also 2-mal seine Mutter? Der Mutterinstinkt duldet keine Rivalinnen und verträgt sich nicht mit anderen, auch nicht mit sich selbst. Ihr merkt, das Szenario ist sehr interessant, auch unter sprachlichen Gesichtspunkten. Aber unter literarischen Gesichtspunkten ist das ja auch ein Geniestreich. Le Tellier unterwandert nämlich den Trash, den er bewusst provoziert. Er macht uns glauben, wir sitzen in einem schlechten Kinofilm mit billigem Popcorn, um dann immer wieder literarische Tiefe durchscheinen zu lassen. Etwa, wenn man als Leser eine Parallele feststellt zwischen Victor Miesel, dem Schriftsteller im Buch, der im Buch auch ein Buch namens Die Anomalie schreibt, und dem Autor selbst. Wenn man also merkt gewissermaßen, dass der Autor
durch die Figur Miesel zu uns Lesern spricht. Das ist geschickt, das ist raffiniert. Überhaupt würde ich sagen, dass das hier eine Spielerei ist. Ja? Eine gut durchdachte und genau komponierte Spielerei, die dem Autor sicher Spaß gemacht haben muss, sie zu schreiben, die den Leser aber mindestens genauso amüsiert und gleichzeitig anregt. Denn man muss zugestehen dem Buch, dass es auf einem wissenschaftlichen Fundament fußt. Wenn man bedenkt, dass Le Tellier studierter Mathematiker ist, dann hat man, glaube ich, keinen Zweifel mehr am wissenschaftlichen Charakter dieses Buches, der aber immer wieder bei jeder Gelegenheit konterkariert wird. Mal hält man den Atem an, ist gebannt, erstaunt und auf der nächsten Seite muss man wieder schallend lachen, weil man den fetten Barsch unter blonder Perücke als Donald Trump identifiziert. Tellier spielt mit der Realität und mit unseren Gewissheiten, im Besonderen mit der Gewissheit oder Unantastbarkeit unserer Identität. Und der Roman changiert ständig zwischen Ernst und Klamauk, zwischen Thrill und Satire. Im Gegensatz zum Schundroman, der für eine Unterhaltungsindustrie produziert wird, hat dieses Buch aber ein gewisses Niveau. Das kann man ihm nicht abstreiten. Literarische Tiefe. Das Thema wird zugegeben, auf humorvolle Weise, aber philosophisch, naturwissenschaftlich, theologisch abgehandelt. Letzteres bei einer Konferenz, wo die Vertreter aller in den USA vertretenen Religionen beieinander sitzen und dann das Problem Seelenverdopplung diskutieren. Dass das nicht unbedingt etwas bringt, kann man sich denken. Und zum Schluss ist das Buch ja vielleicht auch eine Gesellschaftssatire, aber auf jeden Fall eine fiktive Prognose. Dadurch, dass das Buch in unserer Welt verankert ist, die Welt im Buch ist unsere Welt, demonstriert uns der Autor, wie unsere Welt reagieren könnte, wenn so etwas tatsächlich passieren würde. Am Ende hatte es ein paar überflüssige Kapitel, die mich dann auch zunehmend genervt haben, aber den Gesamteindruck konnten die nicht überschatten. Es ist ein experimentierfreudiges Buch, ein Wagnis, ein literarisches Wagnis, aber vor allen Dingen ein großer Spaß. Also lest Die Anomalie von Hervé Le Tellier, erschienen bei Rowohlt.